Die Landschaften des Salzkammergutes sind bei vielen Menschen als Urlaubsregion bekannt und beliebt. Die Bergfreunde erkunden jeden Winkel der Felsregionen und genießen die Blicke von oben hinab in die Täler. Auch wir sind fasziniert von den Aussichten. Doch unser Ziel liegt unter dem Wasserspiegel der Bergseen und Flüsse. Dieses Mal machen wir einen geschichtsträchtigen Ausflug in die fast vergessene Welt der Flößer. Die Traun entspringt dem 190 Meter tiefen Traunsee und erreicht nach 150 Kilometern die Donau. Über diese teilweise abenteuerliche Strecke wurden mehrere Jahrhunderte mit Flößen und Booten verschiedene Waren transportiert. Ein Schwerpunkt war der Transport des eingeschlagenen Holzes, welches zu Flößen verbunden von mutigen Männern den Fluss hinab bis zur Donau gesteuert wurde. Neben Flößern nutzten Schiffer den Fluss zum Transport von Salz und anderen Dingen. Bei den mutigen Seeleuten der Berge wurde darauf geachtet, dass diese nicht schwimmen konnten, damit diese im Ernstfall ihr Wasserfahrzeug vor allen Gefahren verteidigen und vor dem Untergang bewahren. Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang die Konstruktionen der Wasserbaumeister. An besonders gefährlichen Stellen wurden hölzerne Bauten errichtet, über welche die Flöße und Schiffe, immer noch risikoreich, weil mit hohem Tempo, hinabrutschen konnten. Uns interessieren die möglichen Überreste dieser Bauwerke und so begeben wir uns in den teilweise noch immer reißenden Strom. Wir sind gespannt, was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt und ob es für uns reizvoll sein kann, hier zu tauchen. Die ersten Blicke sind ernüchternd. Karge Landschaft prägt das Bild. Weit und breit kein Fisch oder Pflanzen. Die Strömung scheint alles Leben mit sich zu reißen und einen artenreichen Biotop unmöglich zu machen. Reste von Wasserbauwerken können wir nicht finden. Wir prüfen verschiedene Flussabschnitte und finden erste standhafte Bewohner, die sich in der Strömung halten können. Einfach auf der Stelle verweilen ist für uns ein Kampf. Fische meistern das mit Leichtigkeit. Wir finden auch erste Holzteile, doch sind uns nicht sicher, ob das tatsächlich zu alten Konstruktionen der früheren Bauten gehört. Der Fluss ist nicht überall ein Strom, der alles mit sich nimmt, was sich nicht halten kann. Einige Abschnitte sind beruhigt und wir finden eine völlig andere aquatische Welt vor. Besonders die Uferbereiche bieten kleineren und größeren Fischen viele Versteckmöglichkeiten. Im Wurzel- und Astdickicht kann man den einen oder anderen scheuen Bewohner finden, der auf Beute lauert. Wir denken nicht über Fressen und Gefressenwerden nach, sondern saugen den Anblick in uns auf. Das Eintauchen in den aquatischen Makrokosmos lohnt sich auf jeden Fall. Es ist nicht jeder Bewohner auf den ersten Blick zu finden. Doch mit etwas Geduld entdeckt man die kleinen Kreaturen. Interessant sind auch die feinen Details der Flora. Die verschiedenen Pflanzenarten passen sich der Umgebung an. Dabei ist jede anders schön. Wir hatten schon fast nicht mehr daran geglaubt, historische Holzreste der alten Bauten im Fluss zu entdecken. Doch an einer Stelle werden wir fündig. Es ist nicht herauszufinden, für welchen Zweck das Holz hier eingebracht wurde. In Gedanken schweife ich zu einer Sage ab. Die Flößer hatten zu viel getrunken und übersahen die richtige Einfuhrstelle durch den Traunfall. So stürzte das Floß mit Braut, Bräutigam und einigen Hochzeitsgästen über den Traunfall in die Tiefe. Kaum jemand überlebte und so wurde die Hochzeit gleichzeitig zum Begräbnis. Das Abenteuer Traun ist hier für uns zu Ende. Es war erlebnisreich und spannend zugleich. Der Ausflug in das Salzkammergut hat unsere Erwartungen erfüllt und ist eine Empfehlung an jeden Taucher wert. Der Blick in die Historie war lehrreich und hat unseren Horizont erweitert.